Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den Kessel Chips Salt and Vinegar, beziehungsweise Salz und Essig. Und wie vielleicht einige von euch wissen, ist Salz und Essig meine Lieblingsgeschmacksrichtung bei Chips. Ich liebe Salt and Vinegar, so heißt das Ganze auf Englisch. Und ich habe auch schon mal die Pringles Salt and Vinegar vorgestellt, die sind auch mega geil. Das ganz, ganz original, kommt ja aus England von der Marke Walkers. Dort habe ich damals zum allerersten Mal Salz- und Essigchips probiert und fand die ehrlich gesagt total widerlich. Aber 5 Jahre später habe ich es irgendwann mal geliebt. Ich weiß auch nicht warum, ich fand die früher echt widerlich, fand ich die. Jetzt liebe ich diesen Salz- und Essiggeschmack total. Und die Naturals Balsamico sind übrigens auch mit Essig, die finde ich auch mega geil. Die Kesselchips von Funny Frisch in dieser Sorte habe ich tatsächlich noch nie probiert. Wie viele Chipsorten gibt es eigentlich in Deutschland? 300? Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Chipsorten. Aber die wollte ich unbedingt mal probieren. Ihr habt die auch mal vorgeschlagen, habt ihr auch mal empfohlen, weil ihr wisst, dass ich Salz- und Essigchips liebe. Deswegen gibt es die heute hier im Test. Und zu dem Pac-Man hier im Hintergrund. Dazu kommen wir gleich auch noch. Ihr habt den bestimmt schon entdeckt. Es gibt einen kleinen Neuzugang. Ist ein Weihnachtsgeschenk, was ich bekommen habe. Und der kann so einiges, der Pac-Man. Erst Chips oder erst Pac-Man? Erst Chips natürlich. Und danach bekommt der Pac-Man hier seinen Gastauftritt. Salt and Vinegar. Schauen wir mal, wie die schmecken. 120 Gramm habe ich im Rewe entdeckt und direkt mitgenommen. So, wir schauen mal rein. Oh, was ist so geil. Wenn man die Nase reinsteckt, ihr Lieben, dann kitzelt das so richtig. Es kommt so eine richtige, diese Säure vom Essig. Die steigt so einmal richtig hoch. Essig-Chips-Schnüffler. Gefährlich, nein. Ganz lecker. Die sehen ein bisschen blass aus. Aber es ist auch so üblich bei diesen Salz- und Essigchips, dass sie halt ein bisschen blasser sind. Die haben wahrscheinlich auch schon an Farbe verloren wegen dem ganzen Essig. Boah. Die riecht nicht nur geil, sondern haben auch eine richtig geile Säure. Speziell, aber lecker. Kesselchips sind ja per se immer so ein bisschen dicker, meine ich. Und sind diese hier auch? Ein bisschen dicker und kräftiger geschnitten. Hört mal. Ich finde das so geil. Dieser säuerliche Geschmack, es fängt auf der Zunge an zu kribbeln. Danach hat man echt so ein bisschen leichtes Taubheitsgefühl im Idealfall. Boah. Richtig gut gelungen. Nur Essiggeschmack. Die Chips sind schon sehr stark. Aber ich meine, die Pringles Salt and Vinegar schmecken noch ein kleines Stückchen mehr nach Essig. Und kribbeln nicht ganz so krass. Dafür kribbeln die sich ja krass, was ich auch wiederum sehr reizvoll finde. Oh Mann! Und hier fällt es mir echt schwer aufzuhören. Weil ich Salz- und Essigchips total liebe. Oh. Geil! Echt lecker. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommen die fast die maximale Punktzahl. 9 Punkte. Sie schmecken nach Essig, aber die Chips sind halt ein bisschen dicker und dadurch kommt dieser Essiggeschmack nicht ganz so krass durch, finde ich. Wie bei einem Pringles Essig oder wie bei dem Walkers, die so ein bisschen dünner sind. Aber trotzdem als Kesselchips-Variante ziemlich geil. Ich glaube, besser kann man Kesselchips mit Salt und Vinegar nicht machen. Ich mag mit dem Essig lieber ein bisschen dünner geschnitten. Aber nichtsdestotrotz 9 Punkte, weil einfach lecker. Im Hintergrund, der Pac-Man hat mir meine gute Freundin Christiane geschenkt. Und gab es bei Chibo, gab es den. Und mehr weit kann ich jetzt aber nicht sagen. Gab es bei Chibo? Preis den ich natürlich nicht, weil es ein Geschenk ist, ihr Lieben. Da habe ich gerade auf der Kamera rumgedutzt, denn ja, mein Akku wollte schon leer gehen. Guck mal, jetzt ist er an, der Pac-Man. Sieht das nicht geil aus? Er kann aber noch viel mehr. Ich kann ihn dimmen. Ich hätte jetzt auch ein bisschen zaubern können. Ne? Das ist auch ganz, ganz cool aus. Und ich kann aber auch hier verschiedene Sounds machen. Er kann 12 verschiedene Pac-Man-Sounds. Kennt ihr? Spannend, oder?
Ich liebe es. Oh Gott, der Heiligenschein beim Junkfood-Guru. Ich raste aus. Der leuchtende Pac-Man. Ich liebe ihn. Tots, war das Geschenk ever. Dafür natürlich 10 Punkte. Die Chips 9 Punkte, ihr Lieben. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.